Tiny Trainer. Alter Schwede, was für ein Hype um so einen kleinen Quad. Ich glaube, es gibt keinen US-YouTuber, der nicht ein Video über den gemacht hat, keinen Piloten, den man nicht dauernd mit so einem Tiny Trainer rumfummeln sieht. Eigentlich wollte ich mich davon schön fernhalten, aber ihr wisst, wie es ist, da kommt das eine zum anderen. Und Beta FPV hat gesagt, hey, willst du nicht unser neues 35 Amp BL Heli 32 Whoopboard testen? Und da habe ich gesagt, ja klar, natürlich will ich das. Und dann habe ich mir gedacht, hey, was passt da besser zu als hier der Tiny Trainer? Und habe das Board mal in den Tiny Trainer gebaut. Weil mich zwei Sachen interessiert haben, hat Betaflight echt das Über-Whoop-Board rausgebracht, das Über-Toothpick-Board, das kann bis zu 6S und 35 Ampere pro Kanal. Es hat BL Heli 32 ESCs drauf. Das absolute Monster-Ding, wenn das wirklich das kann, was draufsteht, dann kannst du damit deinen ganz normalen großen Quad fliegen. Ich habe das jetzt mal hier eingebaut, um rauszufinden, kann das Beta-FPV-Board was und was kann der Tiny Trainer eigentlich? In erster Linie kann der Tiny Trainer natürlich cool aussehen. Da muss man, glaube ich, keinen Hehl drum machen. So ein Mini-DRL-Racer, der kann schon was, ja. Also rein optisch ist der schon mal echt cool. Das Ganze ist ja dem offiziellen Spec Racing Copter der Drone Racing League in den USA nachempfunden. Die Geschichte dahinter ist, dass einer der Piloten, Evan Turner, ja etwas zum Trainieren haben wollte und sich dann diesen Tiny Trainer gebaut hat. Die DRL-Copter sind dafür bekannt, dass sie viel zu schwer sind eigentlich. Die sehen halt cool aus im Fernsehen, aber zum richtig geil Fliegen sind die viel zu schwer. Und um das zu trainieren, hat er einfach einen 3-Inch entworfen, der viel zu schwer ist. Da sorgt natürlich dieses ganze Carbon und TPU und Plastikgeraffel hier dafür, dass der wunderbar viel Gewicht hat für so einen kleinen 3-Incher. Ja. Und das soll sich eben speziell auf die Flugeigenschaften auswirken. Ich würde sagen, wir werfen hier mal einen kleinen Blick im Detail drauf. Am Tiny Trainer ist gar nicht so viel Carbon. Wir haben hier eine Uniplate in der Mitte. Ihr seht schon, hier unten ist alles aus TPU und hier vorne ist alles aus TPU und oben ist eben dieses Hartplastik-Shell drauf, was zugegebenermaßen die Elektronik wirklich sehr gut schützt. Also da kann halt nichts drankommen, da gibt es keine Schläge drauf, das ist alles schon sehr durchdacht. Dieses Canopy hier, das wird von HQ hergestellt, also das ist wirklich tolles Material, ähnlich eben wie die Propeller. Ja, diese Druckteile, die werden alle mitgeliefert, wenn man das Frame-Kit kauft. Das Frame-Kit liegt ungefähr bei 30 Euro. Das könnt ihr im deutschen Shop von Fly533 könnt ihr das bestellen. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung, selbstverständlich, wo ihr den Frame herkriegt und was auch meine Empfehlung für die Komponenten wären. Da wären wir nämlich schon hier bei dem Beta-FPV-Board. Das ist also ein Toothpick 30x30-Board, auf dem das Ganze basiert. Und ja, das ist das neueste Board von Beta FPV. Die bringen ja regelmäßig solche Toothpick-Boards raus. Dieses hier kann eben bis zu 6S LiPo und bis zu 35 Ampere Strom pro Kanal haben. Und was wirklich der große Unterschied ist, dass wir hier BL Heli 32 ESCs drin haben und nicht BL Heli S ESCs wie bisher bei diesen ganzen Toothpick-Boards. Und ob das wirklich ein Unterschied ist, das interessiert mich auch, denn das Beta FPV-Board kostet auch ein bisschen mehr als andere Toothpick-Boards. Wir liegen da etwa bei 70 Dollar, wo ihr bei anderen Toothpick Boards schon für 40, 50 Dollar mit dabei seid. Ja, als Kamera habe ich hier vorne eine Foxeer Razor eingebaut und hier hinten habe ich einen ganz günstigen eShine Videosender für einen 10er drin. Da geht es einfach nur darum, dass es ein kleiner Videosender ist, der sich idealerweise per Smart Audio fernsteuern lässt. Denn da kommen wir auch schon zum ersten Nachteil, das ich mit dem Tiny Trainer habe. Ihr kommt nicht mehr an den USB-Port vom Flight Controller und ihr könnt auch am Videosender nichts mehr einstellen. Wenn der erstmal zu ist, ist der zu. Das heißt, wenn ich hier an die Betaflight-Einstellungen ran möchte, muss ich diese vier Kabelbinder hier kaputt machen und die vier Schrauben lösen, um da noch mal ranzukommen. Das ist ein bisschen doof. Ich verstehe, dass das ein Kompromiss ist, aber mir gefällt das nicht ganz so gut. Ich habe immer gerne schnellen Zugang und so ist das ein bisschen unpraktisch. Aber okay. Das andere, was ich schon als kleinen Nachteil bezeichnen würde, ist hier hinten dieses Akkufach. Da hinten steckt man den 3S LiPo halt einfach rein in diese TPU-Vorrichtung hier. Das ist auch echt toll, allerdings ist man da sehr, sehr speziell dann mit den Akkus. Also das geht halt nur mit so ein paar Akkus. Ich würde den halt hier am liebsten mit den Airline 550 fliegen, weil ich weiß, dass sie richtig Power haben und ich da bestimmt auch richtig Gebrauch von machen könnte. Aber ihr seht schon, die passen hier beim besten Willen nicht rein. Die größten, die ich reingekriegt habe, sind die Tato 450, die
passen da gerade so rein. Aber die haben halt nicht so viel Power. Es gibt diesen Käfig hier unten auch etwas größer. Den müsste man sich dann selber drucken. Werde ich wahrscheinlich bei Gelegenheit mal machen. Aber das ist schon mal so. Die beiden Kritikpunkte, USB-Anschluss und wie der Akku hier gelagert ist, das finde ich nicht ganz so toll. Die Kamera, die baut man hier vorne in dieses TPU-Teil rein und das ist schon fest vorgegebener Winkel. Also der ist recht hoch, ich schätze mal, es sind 45 Grad ungefähr. Das ist also kein Freestyle-Winkel. Das macht den, so wie er ist, eigentlich schon zum reinen Racer, weil mit so einem steilen Kamerawinkel würde ich also keine Freestyle-Manöver fliegen wollen. Das ist mir einfach zu viel. Sicherlich kann man da toll mit durch die Gegend heizen, aber so zum Freestyle ist das schon mal tendenziell nichts. Ja, ansonsten ist das natürlich ein super kompaktes Paket und ihr werdet es nicht glauben, dass ich den hier auch schon echt ein paar Mal gecrashed habe, weil ich einfach mit dem Kamerawinkel auch gar nicht so gut fliegen kann. Da muss ich auch wirklich sagen, das ist super robust alles, da passiert also gar nichts. Dieses Plastik ist absolut widerstandsfähig, das Carbon schützt die Motoren schön, die Batterie fällt da auch im Leben nicht raus. Das ist wirklich, also man merkt schon, das ist dafür gedacht. Ne? Ich habe hier hinten einen Crossfire-Receiver drin mit der Mini Immortal T. Hier habe ich eine einfache Linearantenne an dem Videosender, die mit dabei war da drin. Ganz einfaches Zeug. Komponenten, die ich euch empfehle, verlinke ich wie immer unten alle in der Videobeschreibung. Ja, die Propeller sind auch noch extra dafür. Das sind jetzt HQ 3-Inch Racing Props, auch speziell für den Tiny Trainer. Normalerweise setze ich ja bei 3-Inch auf Gemfan. Die sind auch sehr, sehr ähnlich optisch den Gemfan. Also ich hatte die vorhin auf einem Stapel liegen, da musste ich schon gucken, welche sind denn da welche. Also das ist schon sehr, sehr ähnlich hier. Ich gehe mal davon aus, dass die ganz gut fliegen. Und ja, wie der fliegt, das gucken wir uns mal jetzt an. Besonders gespannt bin ich eben halt darauf auf den ESC von Beta FPV mit BL Heli 32. Ich habe jetzt hier den Tune drauf, der extra für den Tiny Trainer angefertigt ist. Da gibt es für Betaflight 4.2 einen fertigen Tune mit RPM-Filter aktiviert, den man sich runterladen kann. Den habe ich natürlich hier installiert und ich würde sagen, da schauen wir mal, wie der jetzt fliegt. Ja, ich bin heute beim VfL Wülfel zu Gast. Die haben eine fertige Rennstrecke aufgebaut, die immer steht. Ideal, um den Tiny Trainer mal auszuprobieren. Und außerdem haben sie auch Piloten, die das Ding fliegen können. Hier ist Ümit und da ist Laura. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann den zwar natürlich auf einer grünen Wiese ausprobieren, aber Trackfliegen ist nicht unbedingt meine primäre Stärke. Deswegen habe ich die beiden gebeten, mir heute mal zu helfen und den Tiny Trainer hier mal durch den Track zu jagen und mir danach auch so ein bisschen oder beziehungsweise euch auch danach so ein bisschen ihre Meinung dazu zu geben aus professioneller Racer-Sicht. Da klatscht es auch schon, das ist immer das geilste Geräusch. Bam! Das fliegt sich echt ziemlich gut. Die Cam ist okay. Ist echt gut. Gerade wo wir hier so Lichtwechsel haben. Bisschen die Raids und so natürlich. Ne? Und deine Tango. Ich habe viel weichere Sticks. Ja. Hast du die anderen Federn eingebaut? Ja, oder? Genau. Ich habe schon die softeren Federn. Jetzt weint er hier vom Akku her. Ich guck mal, ob ich die Runde noch zu Ende kriege. 10 Volt sagt er. Na komm, die sind sowieso gleich drin. Wenn man nicht so drückt, dann geht das. Aber das Ding ist schon ziemlich schnell, auch mit dem Winkel. Also ist auf jeden Fall fliegbar. So, jetzt habe ich hier mal eine Runde geflogen. Ümit, was sagst du zum Tiny Trainer? Ja, also ich muss echt sagen, ich bin überrascht von dem Teil. Es fliegt ziemlich cool. Für 3S, gerade hier ist ein bisschen windig. Es ist ein tighter Track. Richtig eingestellt war er nicht für mich. Aber fliegt echt gut. Kamera geht auch. Ist absolut in Ordnung. War ein Foxy, war das, ne? War eine Foxy Eraser Nano ist da drin, genau. Ist nicht schlecht, ist okay, genau. Und also ich bin echt zufrieden gewesen mit dem Teil, macht Spaß. Ich hoffe, du lässt den hier. Dann kann ich den mal auf Herz und Nieren testen. Jetzt so die 3 Akkus, die ich geflogen bin, war absolut okay. Gewöhnungsbedürftig wegen deinen Sticks an der Tango. Aber ansonsten halt super gut. Also ich kann das Teil echt nur empfehlen für Leute, die ein bisschen was Kleines zum Bashen, zum Trainieren haben möchten. Kann man echt sagen, das Ding fliegt genial. Ne? Also ist schon super gut gemacht. So, die haben mich hier genötigt, auch mal den Track mit dem Tiny Trainer zu fliegen. Das mache ich jetzt mal. Mal gucken, wie weit ich da komme.
Ja. Ah, ich glaube, er hängt in der Flagge. Warte, ich gehe. Danke. Das ging sehr gut. Ich lasse den DVR mitlaufen. Das waren, glaube ich, 2 Meter oder so? Nee, waren schon ein bisschen mehr. 7-8 Meter würde ich schon sagen. Oh, waren schon 7-8 Meter. Nur Pitch nach vorne? Ja, Pitch nach vorne. Das geht? Ja, ganz bisschen Gas. Ja. Was ist die scheiß Flagge da? Kann man die nicht wegmachen? Nein, du musst dazwischen, da ist links und rechts ein und du musst zwischen beiden durch. Das was? Ist ein etwas 3 Meter, ja, die du Platz hast, wo du mit dem Tiny Trainer durchfliegen kannst. Und nee, ist alles gut. Ich glaube, um deinen Track musst du keine Angst haben. Ja, sag das nicht. Sind ja keine hier solche aufblasbaren Gates. Ja, okay. Wir probieren. Ah, Bäume! Achso, hier muss ich auch durch, ne? Split-S, also wenn du oben durchgeflogen bist, machst du Split-S durch das Kreisfeld. Geh da oben nicht. Achso, wo muss ich durch? Oben durch und dann rüber über das Kreisgeld ein Split-S. Nicht da oben, das rechte Geld. Also genau, jetzt unten. Unten wäre es gewesen, okay. Also jetzt, genau. Unten. Und jetzt? Um die Fahne rum, links, und durchs Geld durch. Jetzt der Tower da hinten, unten rein, rechts und hoch. Genau, jetzt in die Mitte. Bei dem Tower bleiben schon. Achso, bei dem Tower, wir sind noch beim Tower. Ja, genau, du bist jetzt unten durch und jetzt fliegst du nach rechts rum. Also auf andere rechts. Ich geh noch einmal. Ich danke dir, danach ist auch der Akku leer und mein Nerven. Aber wenn ich es eine Stunde mache, dann wird es schon gehen, glaube ich. Ich kann es halt nicht strecken. Das wird dann ein bisschen schwer. Ich kann die Strecke nicht und ich kann mit dem Winkel schwer fliegen, ne? Also wir fliegen jetzt auch heute das erste Mal. Wir haben gestern Übung. Ah, okay. Ja. So alle 10 Tage oder so dauern. Da kommt halt das eine zu einem anderen. Ich kenne die Strecke natürlich gar nicht. Bin da auch noch so ein kleiner Legastheniker, kann mir das schwer merken. Und ich kann halt mit dem Winkel schwer fliegen. Das kommt auch noch dazu, ne? Deswegen habe ich ja gesagt, ich bräuchte mal einen. Ich glaube, sie findet ihn geil. Ja, es gibt ja auch noch extra so ein RGB-Set noch, dass der noch mehr aussieht wie der DRL Racer, dass das halt in den Armen irgendwie noch 1000 LEDs und kannst da so eine Komplettanimation über alle LEDs machen. Schon cool, also ist schon ganz lustig. Kacke. Danke. So, ich probiere es. Probier das Elend nochmal hier. Ja, okay. Okay, jetzt oben, also genau das Gate fliegst du oben einfach gerade rechts durch. So, ich mach das nochmal ordentlich. Genau, du kommst hier aus der Richtung, fliegst du oben durch und dann über das Kreisgate ins Mittel. Über das Kreisgate, ja, genau. Jetzt unten die Lane. Genau. Dann weiter geradeaus bis zu der Fahne da. Achso, die Fahne. Genau, um die Fahne rum. Und durch das Gate, ne? Jetzt kommst du zu dem Dreifach-Tower. Ja. Unten durch, also flieg dir nochmal an. Unten durch, rechts und durch in die Mitte. Rechts und durch, ganz nach oben. Rechts und hoch, genau, erstmal in die Mitte. Genau. So. Rechts und hoch. Jetzt wieder rechts rum. Das ist ja noch in alle anders. Also. So, jetzt rechts rum und nach oben, genau. Rechts rum. Und über die Gates ist mit S. Dann das linke sozusagen rein. Gleich mal ganz knapp ins Rechte. So, jetzt den Fahrenkreis, dann kommt der Würfel. Das geht. Und da machst du dann einfach 2 Power durch. Dadurch? Ja, dadurch. Also durch das erste durch und. Ja, also durch das ganz rechte durch und Power durch. Damit du zum zweiten kommst. Also da durch.
Ja, gut, okay. Akku ist bei 9 Volt. Alles klar. Fast eine Runde. Fast eine Runde. Ja, okay. Aber jetzt ist klar, warum ich da jemanden brauchte, der schneller als innerhalb von einer Stunde dann eine Runde fliegen kann. Danke, Ümit, nochmal. Sehr gerne. Oh, ein bisschen schlechtes Gewissen, dass die Laura immer dieses winzige Ding suchen muss im hohen Gras. Muss weg! Ich kann auch mal armen. Ja, an dieser Stelle nochmal ein dickes, dickes Dankeschön an die Jungs und Mädels vom VfB Wülfel, speziell an Ümit und an Laura. Wenn ihr aus der Nähe von Hannover seid und Bock auf FPV Racing habt, seid ihr dort auf jeden Fall richtig. Guckt auch mal unten in die Videobeschreibung, dort habe ich die Profile von Ümit und von Laura verlinkt. Schaut mal rein bei YouTube und bei Instagram und folgt den beiden und schaut euch auf jeden Fall auch die Webseite vom VfB Wülfel an. Ja, also ihr seht schon, ich bin A, definitiv kein Racer, B, das Ding ist definitiv für Racing gemacht. Durch den hohen Cam-Tilt will das Ding einfach schnell nach vorne gehen, was auch richtig Bock macht. Also der hat richtig Power, das ist kein Anfängergerät hier irgendwie für Leute, die das erste Mal einen Copter fliegen. Es ist definitiv überhaupt nichts. Aber wenn man vielleicht anfangen möchte mit Racing zum Beispiel, man schon ein bisschen fliegen kann und Racing irgendwie interessant für einen ist, ist es, glaube ich, schon ganz cool, weil ich glaube, der ist recht unzerstörbar und der ist halt auch nicht laut. Also man kann das fast überall betreiben, ohne da jetzt groß jemanden mit zu stören. Trotzdem ist das Ding sehr schnell und er hat halt auch nicht, er trägt sich halt selber auch so ein bisschen durch die Kurven. Das ist nicht so, wie als wenn ich irgendwie mit meinen normalen, kleineren oder leichteren 3-Inchern fliege, die im Prinzip sofort das machen, was ich denen sage. Sondern hier ist es schon so, dass der sich so ein bisschen mit um die Bäume trägt und man muss schon gucken. Also ich bin hier auch einmal richtig ordentlich in den Baum gerasselt, weil er einfach nicht so schnell reagiert hat, wie ich wollte. Von daher ist das vielleicht, wenn man mit Racing anfangen möchte, eine super interessante Sache. Auf jeden Fall ist der Tiny Trainer ein interessantes Konzept, zeigt, dass es immer mal wieder auch was Neues gibt, Leute sich neue Sachen ausdenken. Ja, wenn ihr einen bauen wollt, ich verlinke euch, wo ihr den aus Deutschland bestellen könnt. Ich verlinke euch auch Teile, die ihr da reinbauen könnt. Motoren, da gibt es auch welche von Fly 533. Ich habe jetzt hier E-Max-Motoren drauf. Es gibt bei Banggood auch neue. Gerade diese 1404er-Klasse ist jetzt extrem im Kommen. Da gibt es ganz viele Hersteller, super interessante, die ich auch noch nicht alle getestet habe. Ich verlinke euch aber die, die von den technischen Daten her alle in Frage kommen für den Tiny Trainer. Ja, vom Board her, da muss ich sagen, Beta FPV, ich bin begeistert. Das BL Heli 32 in so einem kleinen Paket, das ist auf jeden Fall nochmal ein Unterschied mit 32-Bit ESCs. So schön smooth, also ich hätte am liebsten diese 32-Bit ESCs in all meinen 3-Inchern jetzt. Ja, schade, wird wohl nichts. Aber das ist auf jeden Fall ein lohnendes Investment in das neueste Beta-FPV Toothpick-Board. Auch das verlinke ich euch unten in der Beschreibung, zusammen auch mit einer preiswerten Alternative, die wir hier schon hundertfach verbaut haben, den Mamba Toothpick, der Mamba Toothpick-Controller zum Beispiel. Der ist wirklich richtig top. Den Tiny Trainer gibt es übrigens auch in einer Variante für digitales DJI-FPV. Wenn euch das lieber ist, dann bestellt euch einfach den Frame für die Caddx Vista Air Unit, denn die kann man hier auch dann mit benutzen. Der sieht dann allerdings nicht mehr ganz so cool aus. Und wenn ich ganz ehrlich bin, der ist total auf Racing ausgelegt. Und wenn man Racing betreiben will, das ist momentan halt einfach noch analog. Alle, die irgendwie ernsthaft racen, tun das analog. Die Zeitabnahmesysteme funktionieren alle mit analog. Und wenn ihr am Racen seid, da habt ihr sowieso keine Zeit, das schöne digitale Bild zu genießen. Da bringen eher die paar Vorteile, die man hier mit der niedrigen, stabilen Latenz hat, noch mehr Spaß. Von daher, wenn ihr den echt zum Racen nehmen wollt, ich empfehle euch, baut euch den einfach mit analogen Komponenten. Ist viel einfacher und viel günstiger in dem Falle. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr solcher Sachen sehen wollt, dann lasst mir einen Kommentar da, klickt mal auf den Daumen nach oben, abonniert natürlich auch den Kanal und macht die Glocke an, damit ihr mitkriegt, wenn wir das nächste Video hochladen. Das war's von mir jetzt hier erstmal. Bis zum nächsten Mal.
Noch ein schneller Hinweis für alle da draußen, die aus dem Großraum Berlin kommen. Dort findet noch in diesem Monat am 24. und 25. Oktober ein Copter-Baukurs statt, der von den Drone Masters veranstaltet wird. Unser Pilot Vitali Palianski ist dort der Mann vom Fach, der euch anleiten wird. Also wenn ihr Bock habt, mit FPV anzufangen, aber noch so gar nicht wisst, wie ihr da reinkommen sollt und euch auch so ein bisschen vor den technischen Details scheut, dann schaut doch mal, ob dieser Copter-Baukurs was für euch ist. Der Baukurs findet also schon bald in Berlin statt. Alle Infos dazu findet ihr unter dem Video. Falls sonst irgendwelche Fragen auftauchen sollten, dürft ihr uns natürlich gerne im Discord besuchen. Das ist immer der beste Weg, um schnell Support zu bekommen, weil nicht nur wir da drauf gucken, sondern auch unsere ganze Community und unsere Spinfast Helpster. Also unten nochmal in die Beschreibung gucken, auf Discord reinklicken und da wird euch geholfen. Von der Seite.